Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video. Ich wollte heute mal über diese ganze Pay-to-Win-Sache sprechen, weil ja gerade der Hate riesig ist, was Battlefront 2 angeht und das System der Lootboxen. Und ich wollte einfach mal meinen Senf dazugeben, weil ich ja jetzt das Spiel ja so eine Woche gezockt habe. Und ich einfach mal euch sagen wollte, wie ich das Ganze so sehe und was ich davon halte. Und ja, ich fange einfach mal an, dass ich der Meinung bin, dass es überhaupt kein Pay-to-Win ist, weil wenn jetzt irgendwie irgendein Kollege von euch sich das Spiel holt, ihr das aber schon eine Woche gezockt habt, er da jetzt 100 € reinsteckt, was erstens gar nicht mehr geht, weil sie das direkt noch vor Release haben sie das System rausgenommen. Weil halt dieser ganze Shitstorm da total, ja, haben sie sich gedacht, das nehmen wir mal lieber raus. Und ja, das Problem ist einfach, dass die Leute denken, dass es so einen krassen Vorteil geben würde, wenn man da Geld investieren würde. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist ganz einfach zu erklären. Wenn jetzt zum Beispiel euer Kollege 100 € in das Spiel steckt, ihr aber keinen Cent, sind natürlich jetzt die ganzen Leute der Meinung, dass er jetzt einen Vorteil hätte, weil er da Geld reinsteckt. Stimmt aber nicht. Wenn jetzt euer Kollege zwei, drei seltene Star Cards kriegt, dann ist es natürlich für ihn gut. Aber das ist jetzt kein Nachteil für euch, weil ihr könnt natürlich auch diese Karten freischalten. Und ihr müsst keinen Cent in das Spiel investieren, um diese Inhalte freizuschalten. Ihr müsst einfach nur spielen. Und ich denke auch, dass das der Sinn von einem Spiel ist, dass man sich ein Spiel kauft, was man über einen längeren Zeitraum spielen kann. Und was einen auch motiviert. Und wenn jetzt irgendwie Leute sagen, dass das demotivierend ist, zum Beispiel habe ich gelesen bei GameStar, dass andere Leute direkt sich Karten holen können, die gezielt freischalten können. Ja, also zum einen kann man die nicht gezielt freischalten, wenn man Geld investiert. Und zum anderen könnt ihr selber die gezielt freischalten, weil wenn ihr spielt, dann könnt ihr euch Lootboxen kaufen, also diese Kisten. Und in diesen Kisten gibt es Herstellungsteile. Und mit diesen Herstellungsteilen könnt ihr euch jede beliebige Karte kaufen, die ihr kaufen wollt. Und von daher ist es einfach total lächerlich, was die da alle schreiben. Ich habe jetzt auch gelesen, dass PC-Games-Hardware, die haben eine Kaufwarnung ausgesprochen für Battlefront 2, das total lächerlich ist. Und ja. Die schreiben halt dort, dass die Einzelspielerkampagne den Kaufpreis nicht rechtfertigt. Aber hat nicht EA vorher gesagt, dass die Einzelspielerkampagne nur 5 bis 7 Stunden umfasst? Was erwarten die denn da jetzt? Und zum anderen ist das doch noch gar nicht abgeschlossen, weil es kommen noch DLCs, auch zur Story. Von daher verstehe ich das nicht. Zum anderen schreiben die halt, dass ja, dieser gezielte Charakterfortschritt begrenzt ist und dass dieses Fortschrittssystem ja halt nicht gut ist. Ja, klar, es ist nicht gut, aber jetzt das Spiel so runterzumachen, nur wegen diesem Fortschrittssystem, das ist doch total lächerlich. Wahrscheinlich haben sie es nicht einmal gespielt und wissen da ja gar nicht, was das eigentlich, wie man das alles überhaupt freischalten kann. Weil aber Hauptsache auf den Hate-Zug draufspringen und direkt haten, aber das Spiel überhaupt nicht kennen. Von daher, lasst euch davon nicht manipulieren, denn das ist ein super Spiel, das macht super viel Spaß. Nur weil das Fortschrittssystem nicht optimal ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Also, ja, das ist einfach nur lächerlich, also ganz ehrlich. Ich würde euch einfach vorschlagen, dass ihr das Spiel bei einem Kollegen testet und euch dann selber einen Eindruck macht, aber jetzt den Kaufgrund solltet ihr jetzt nicht daran liegen, dass jetzt irgendwie GameStar oder PC Games Hardware oder Metacritic oder sonst was irgendwelche Scheißwertungen da raushauen, sondern ja, die basieren alle nur auf diesen Lootboxen, Fortschrittssystem, Pay-to-Win, Vorwurf, bla bla bla. Das haben die aber komplett alle falsch verstanden, weil es gar kein Pay-to-Win ist. Also ist ganz einfach. Wenn jetzt euer Kollege einen Explosionsradius von einer Granate von 7 Meter habt und ihr nur 6,5, ja mein Gott, ist mir doch egal. Ich habe keinen Cent in das Spiel investiert und in Multiplayer-Matches ist mir nicht aufgefallen, dass ich jetzt einen Nachteil habe, weil ich da kein Geld investiert habe. Das ist totaler Bullshit, von daher kann ich es nicht verstehen. Und ja, das wollte ich euch einfach nur mal mitgeben, weil das ist nämlich lächerlich, was zurzeit abgeht. Und ja, lasst euch davon nicht beirren, sondern testet das Spiel und bildet euch selber eine Meinung und lasst euch nicht verarschen. Alles klar, macht's gut, bis dann. Ciao.